Diese Aufgabe schickte mir der Michael. Und zwar geht es hier um Exponentialfunktionen und zwar im Bereich der Lichtintensität. Ja, man kann sich vorstellen, man sitzt so am See und da scheint die Sonne und man denkt jetzt, okay, in wie viel Zentimeter Tiefe kann ich eigentlich noch was sehen? Jetzt weiß man, pro 1 Zentimeter Eindringtiefe in Wasser oder in dieses Wasser, ja, das ist gar nicht verbürgt, dass das jetzt wirklich stimmt, das habe ich nicht nachgeprüft, sondern so, nimmt die Lichtintensität um 35% ab. Gut, das, was hier nicht gegeben ist, ist ein Anfangswert. Ja? Deswegen nimmt man dann den Anfangswert 100%. Das ist natürlich auch logisch, weil draußen in der Luft haben wir 100% Anfangswert und davon nimmt es dann 35% ab. Man hätte das Ganze jetzt auch in, wohin wird Lichtintensität noch gemessen? In Lumen oder irgendwie sowas. Aber das ist in diesem Fall auch wurscht, weil es geht jetzt hier um draußen außerhalb des Wassers haben wir 100% Lichtintensität und nach einem Zentimeter haben wir noch wie viel? Aha, 100% minus diese 35% sind gleich 65%. Und das, um einen Abnahmefaktor zu nehmen, rechnet man tatsächlich 65% aus. Prozent heißt ja Hundertstel. 65 Hundertstel ist gleich 0,65. Deswegen ist die Exponentialfunktion, die hier zum Stücken kommt, ist f von x, uiuiui, das ist ja, der Stift ist auch schon wieder am Ende, ist gleich 100% ist der Anfangswert. Wir haben ja c mal a hoch x. Das kann man allerdings nochmal genauer nachgucken in der Einführung Exponentialfunktion über, was hatte Tim da noch gemacht? Luftdruck und Höhe. Ja? Mal, hier kommt der Abnahmefaktor 0,65 hin. Und in diesem Fall hier haben wir jetzt tatsächlich pro 1 Zentimeter Eindringtiefe. Das bedeutet, wir können hier ein x hinmachen. Wenn wir jetzt nachher wissen wollten, zum Beispiel wie bei 17 Millimetern, ja, dann haben wir hier natürlich 1 Zentimeter, sind ja 10 Millimeter. Wenn wir das in Millimetern rechnen wollten, müsste man hier durch 10 rechnen. Bei Kilometern, das will ich mal lieber nicht machen, aber dann multipliziert man den Faktor, um den man die 1 Zentimeter, mit dem man die 1, nee, wir machen mal mit einem Meter, das kann ich besser, da muss man mal 100 rechnen. Für einen Meter würde man also 100 mal 0,65 hoch 1 Meter wären ja 100 Zentimeter und zwar minus 100 Zentimeter. Nee, 100 Zentimeter müsste man hier eingeben. Wenn wir das jetzt tatsächlich, wenn wir da Meter eingeben wollen, zum Beispiel 2,4 Meter, dann würde man hier statt einem Zentimeter tatsächlich eher dann 2,4 Meter eingeben wollen, dann würde hier 100x stehen. Denn wenn ich dann hier eine 2,4 als Meter eingebe, dann ist dieser Faktor hier, der sich ja auf Zentimeter bezieht, trotzdem noch richtig. Denn wenn ich hier 2,4 als Meter eingebe, kommt da 240 raus. Und das ist dann der Wert in Zentimetern. Das heißt, dieses hier oben kann man auch zum Umrechnen benutzen. Das könnte jetzt ein bisschen stammelig, also mir selber kommt es gerade ein bisschen stammelig vor. Wenn wir das in Millimetern hätten, dann würden wir x durch 10 hinschreiben. Denn wenn wir jetzt hier beispielsweise 20 Millimeter eingeben, hier oben für x, dann steht da 20 durch 10 und das ist 2. 20 Millimeter sind ja auch 2 Zentimeter. So, wenn man das versteht, dann bitte nicht kommentieren. Wenn man das nicht versteht, dann bitte kommentieren, weil es geht hier auch darum, dass diese Videos hinterher besser werden. Ja? Das heißt, ich will jedes Video eigentlich hinterher oder jedes Video, wo es Verbesserungswünsche oder Vorschläge gibt, entweder in der zweiten Version, ja, wahrscheinlich in der zweiten Version, oder aber ganz verändert, wenn da jetzt auch noch Fehler drin sind. Ja? Dann verändere ich sie ganz, weil Fehler wollen wir da nicht drin lassen, auch wenn sie natürlich zum Erkennen ganz gut sind. So, genug der Faselei. Jetzt ist der nächste, das war die Funktion. Jetzt wollen wir als nächstes, wollen wir mal hier den Aufgabenzettel wiederfinden. Was wollen wir denn als nächstes? Um wie viel Prozent ist die Lichtintensität in 4 cm Tiefe gesunken? Na, das habe ich jetzt gerade eben ja gesagt. Wir setzen das hier für x ein. Das heißt, wir rechnen f von 4 ist gleich 100 mal 0,65 hoch 4, weil das jetzt in Zentimetern tatsächlich ist. So, das rechnen wir aus, das schreibe ich hier mal gleich hin, weil das habe ich schon berechnet, ist dann nämlich, hier schreiben wir mal Prozent hin, damit wir wissen, entweder das soll ein Prozent sein.
Das kommt allerdings hierbei jetzt auch wieder auf die Schreibweise drauf an, die ein Lehrer toleriert in der Schule. Hier kommt raus 17,85%. Und das kann man dann als Antwortsatz auch hinschreiben. Jetzt ist natürlich bei B, gibt den Abnahmefaktor je 1 Zentimeter an. Das haben wir ja hier schon gemacht. Dieses hier wäre jetzt der Abnahmefaktor oder 0,1785 wäre der Abnahmefaktor pro 4 Zentimeter. Und wenn wir den Abnahmefaktor sollen wir jetzt pro 5 Zentimeter bestimmen, dann würden wir natürlich hier eine 5 einsetzen und würden hier hinterher rauskriegen 11,6%. Und das wäre dann Abnahmefaktor 0,116, ne? Prozent verschiebt das Komma immer um 2 Stellen nach links. Gut. In welcher Tiefe beträgt die Lichtintensität nur noch 1%? Ja gut, hier stehen ja als Ergebnis kommen ja nachher Prozent raus. Das heißt, f von x muss ja Prozent sein. Das bedeutet, hier können wir dann 1% hinschreiben. 1%. Weil wir hier als Basiswert 100% haben, können wir hier in Prozenten rechnen. Und dann müssen wir das jetzt hier wieder, halt, das ist natürlich in diesem Fall dann keine 5, sondern ein x. Und deswegen nehme ich, weil ich eine Zeile dabei sparen kann, schreibe ich hier 1% ist gleich 100% mal 0,65 hoch x. Jetzt müssen wir das Ganze wieder umformen und da kommt ein bestimmter Punkt rein. Durch 100 müssen wir erstmal rechnen, 100% natürlich, weil hier steht ein Malzeichen und hier ist hoch. Mal ist schwächer als hoch, deswegen müssen wir erst immer die Schwachen entfernen. Ein Hundertstel, die schwachen Rechenarten, ja? Ich möchte mir da nichts unterstellen lassen, dass ich jetzt hier etwas Asoziales gesagt hätte. Die Schwachen sind ansonsten zu stützen. Ja, gut. Jetzt haben wir hier 0,65 hoch x. Und die Standardfrage oder eine häufige Frage ist dann immer, wie kriege ich denn das x aus dem Exponenten? Okay, das machen wir jetzt mal mit LOG. Man hätte auch LN nehmen können, aber LOG sagt, auf beiden Seiten einfach LOG davor schreiben. LOG. Und statt hoch steht dann da mal x. Und das LOG bezieht sich nur auf den Wachstums- oder Zerfallfaktor. Gut. Jetzt haben wir hier eine Malaufgabe und teilen durch den Logarithmus von 0,65. LOG von 0,65 ist gleich x. So. Dafür muss es natürlich eigene Zeilen geben in einem Heft und vor allem, wenn man es abgeben will. So, das können wir jetzt tippen und dann kommt da raus für x. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich das hier tatsächlich habe irgendwo. Da kommt raus 10,69 Zentimeter. Das heißt, nach 10 Zentimeter ist nur noch 1% des Lichtes übrig und da muss man schon ziemlich gute Augen haben, um überhaupt noch was zu erkennen. Bei 2,4 Metern, wie ich gerade eben gesagt habe, wird wahrscheinlich einfach mal zappenduster sein. So, wenn es dazu Fragen gibt, immer gerne per Kommentar. Auch wenn ich was falsch gerechnet habe, was durchaus mal vorkommt, dann möchte ich nämlich gerne dieses Video auch verbessern. Und wenn es andere Aufgaben gibt, die auch zur Exponentialfunktion Einführung gehören. Oder wenn es jetzt die nächsten Aufgaben gibt zur Exponentialfunktion, wo es dann auch mit einer E-Funktion zu einer E-Funktion mal kommen kann. Oder wie man was umrechnet oder weiß der Kuckuck was. Neue Aufgaben gerne per E-Mail. Und die E-Mail-Adresse findet ihr unterhalb des Finden-Buttons auf der rechten Seite von oberprima.com. Da ist ein Link zu einem E-Mail-Formular, nein, zu einer E-Mail. Darauf freue ich mich schon und freue mich auch auf Kommentare. Bis dahin, ich mach die Schmatte.